Dann kommt die Jubelbotschaft über Telegram. Zum ersten Mal in ihrer Gebetszeit spürt sie etwas von der Liebe Gottes. Halleluja. Das Wort ist stark, das Wort ist mächtig, das Wort geht durch all die Verhärtungen deines Herzens, die du dir selber durch Sünde zugefügt hast. Das Wort geht durch und wird dein Herz aufweichen und fähig machen, die Gegenwart Gottes und die Güte Gottes und die Liebe Gottes zu fühlen, zu genießen. Es gibt religiöse Leute, die stehen Kopf bei der Idee, Gott zu genießen. Jemand schrieb mir einen bösen Brief, wie kann man sowas sagen, Gott genießen? Weil ich meine Bibel kenne, weil ich das sehe. Im Wort, in Jesaja heißt es, sie laben sich an seiner Herrlichkeit. Also laben benutzt man nur, wenn man richtig genießen kann. Das ist ein altes Wort, aber das bedeutet es eigentlich, ja. Von ganzem Herzen darin schwelgen und genießen. Und wenn du David, den Liebhaber Gottes, anschaust, welche Vokabeln er benutzt hat, um seine Beziehung zum Herrn zu beschreiben, wenn der nicht Gott genossen hat, dann weiß ich, was Gott genießen bedeutet. Wir sollen Gott genießen und gesund werden, heile werden, wiederhergestellt werden in der Begegnung mit ihm. Nicht nur im Hören, Notieren und dann Umsetzen von Prinzipien, sondern ihm begegnen. Da kommen wir in die Sohnschaft und die Tochterschaft und die Geborgenheit und die Identität. Da drüben auf dem Tisch, weiß nicht, ob es noch welche gibt, gab es jedenfalls und die kann man wieder bestellen, so kleine grüne Karten. Das ist, wie ich oft mein Gebet strukturiere. So sieht meine Gebetszeit aus. Nummer eins, Herr, du bist. Und ich erkläre Gott, wer er ist. Er ist der Vater, der Verantwortung über mich genommen hat, der mich nie verlassen wird, der mich nie alleine lassen wird, der mich nie aufgeben wird, egal was ich mache, der immer da ist, der Verantwortung genommen hat, der mich erzieht, der wunderbare Ziele hat für mein Leben. Er ist der Vater. Und viele, viele andere Eigenschaften Gottes. Und ich erkläre, Herr, du bist. Und ich bringe sein Wort zu ihm, du bist. Und wenn ich damit durch bin, dann sage ich, Herr, du willst. Und dann bete ich den Willen Gottes. Gott will, dass ich Jesus liebe mehr als alles andere. Gott will, dass ich ihm gehorche. Gott will, dass ich wachse, dass ich reif werde, dass ich Frucht bringe für andere. Gott hat viele fantastische Ideen und Ziele für mein Leben. Und ich sage zu ihm, was er will. Und ich habe längst, als ich das angefangen habe, gleich zu Anfang gesagt, okay, jeder Gedanke, der sagt, was soll denn das? Warum soll ich denn ihm sagen, was er will? Das weiß er doch selber. Gebet ist dazu da, mein Herz zu festigen. Ich muss nicht versuchen, Gottes Herz zu ändern. Da gibt es nichts zu ändern, das ist perfekt. Aber mein Herz muss verändert werden. Und mein Herz wird verändert, wenn ich ihm sage, das ist, was du willst mit meinem Leben. Und ich ergreife das und ich bestätige das und sage, ja, ich will es auch. Ja? Und wenn ich damit durch bin, mit ich will, Herr, du willst, dann du wirst. Gott kommt mit mir zum Ziel. Das gute Werk, das er angefangen hat, wird er zu Ende bringen. Ich werde eines Tages wie Jesus sein. Wow. Und trotzdem wird für alle Ewigkeit ein Unterschied sein zwischen ihm, meinem Schöpfer, und ich als Geschöpf. Aber ich darf seine Herrlichkeit haben. Ich darf in sein Wesen komplett umgestaltet werden. Kennst du eine bessere Berufung als das? Das ist einfach fantastisch. Und viele Christen haben kein Interesse an Heiligung, weil sie keine Wertschätzung haben. Was für ein Privileg das ist, dass sie als ehemalige Kinder des Teufels jetzt in das Wesen Jesu, in den perfekten Charakter, den man nicht mehr verbessern kann, hinein verwandelt werden. Sie haben keine Wertschätzung dafür. Für manche sogar Heiligung ist ein schlechtes Wort. Das sind arme Leute, die das Wort nicht kennen, die den Heiligen Geist nicht kennen. Okay, also jeder, der Struktur in sein Gebet bringen kann, mit Leichtigkeit 15 Minuten verbringen im Gebet. Manche Leute sagen, ja, was soll ich dann beten? Ich sage, komm, bete Struktur, Vater unser, ja, oder eben dieses, was ich jetzt gerade hier vorstelle, ja,
Und wenn du das regelmäßig tust, früher oder später, du wirst etwas erleben vom Frieden Gottes, von der Gegenwart Gottes, von seinem Wohlwollen, wie er lächelt über dich, wie er mit dir ist, wie er an deiner Seite ist, wie er dich stark macht. Und wenn das passiert, ohne dass du dich anstrengen musst und ohne dass du die Uhr stellen musst, wird aus 15 Minuten 30 Minuten und aus 30 Minuten wird eine Stunde werden. Ja? Weil da etwas passiert, weil du Raum machst für Gott. Aber wenn du sagst, in der Bibel steht, könnte dich eine Stunde mit mir wachen, also ein guter Christ betet eine Stunde, okay, ich stelle mir jetzt den Wecker und jetzt bete ich eine Stunde, versuch das mal. Du betest alles, was du beten kannst und nach 5 Minuten fällt dir nichts mehr ein und sagst, noch 55 Minuten zu gehen, ich sterbe. Aber wenn das von innen wächst und da passiert etwas und du erlebst etwas und da kommt eine Interaktion zustande und du siehst das Wohlwollen Gottes für dich, ja, dann fängst du an, das zu genießen und dann wird das mehr werden. Nicht aus Zwang, nicht aus Gesetz, ein guter Christ betet eine Stunde, habe ich in der Bibel gelesen, ja, war mal früher so, könnte dich eine Stunde wachen, also alle Christen müssen jetzt eine Stunde beten. Das funktioniert nicht. Es muss wachsen, du musst Begegnungen haben mit ihm und die machen dich hungrig und geben dir Appetit und du gehst weiter und du gehst tiefer. Und dann habe ich noch eine zweite Sektion. Die ist auf der Rückseite der Karte. Ich bin und ich will und ich werde. Gebet ist dazu da, dein Herz zu formen und zu festigen. Und dazu gehört auch Erklärungen, worum es dir geht, was du willst. Ich habe es mal nachgezählt in den Psalmen. Nur wo ein Mensch das sagt, nicht, es gibt auch Verse, wo Gott sagt, ich will, aber nur die Verse, wo ein Mensch sagt, ich will, über 40 Mal in den Psalmen, ich will. Und da gibt es so kuriose Dinge, wo der fleischliche Christ da vorstellt und sagt, wie soll denn das gehen? Ich will mich freuen. Da steigt der fleischliche Christ aus und sagt, also bitte, entweder ich freue mich, dann freue ich mich, oder ich freue mich nicht, dann freue ich mich auch nicht. Da kann ich mich ja nicht zu entscheiden. Doch, du kannst dich entscheiden zu Freude. Und deine schlechte Laune, deine Muffeligkeit, deine Unzufriedenheit mal hinter dir lassen und sagen, Gott ist herrlich jeden Tag, ihm geht es herrlich. Und ich werde ihn anschauen und ich werde mich freuen im Herrn. So, ich bin und ich erkläre, was alles, die vielen Schriftstellen, wer wir sind in Christus. Und die gehören ja mir. Ich bin ja in Christus. Ja? Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist zur Heiligung, zur Erlösung, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Ja? Jesus hat ein Wunder getan und ich bin in Christus. Und dann kann ich all diese Schriftstellen nehmen für mich und ich erkläre das. Und das überlebt keine Minderwertigkeit, keine Ängstlichkeit, kein sorgenvolle Bedenkenträger. Wir haben so viele Bedenkenträger. Wenn du was Gutes sagst, ja, aber wir müssen auch bedenken, wir leben noch in dieser Welt und da ist alles. Und Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Nein, hat Jesus überhaupt nicht gesagt. Er sagt Bedrängnis. Wenn Bibelübersetzungen heute sagen, Angst, in der Welt habt ihr Angst. Das ist eine absolute Fälschung des Wortes Gottes. Wir sind nicht gerufen, von Angst geplagt zu werden. Bedrängnis, das sind äußere Umstände, die uns zu schaffen machen, aber das ist nicht Angst. Angst ist innen drin, Bedrängnis ist etwas von außen. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und viele stehen davor und sagen, ja, das ist aber schön für dich, dass du überwunden hast. Ich bin aber mittendrin, was nützt mir das? Ja? Weil er überwunden hat, deswegen kann ich auch überwinden, weil sein Geist in mir ist, weil ich eine neue Natur habe, weil ich die göttliche Kraft in mir habe. Halleluja. Und deswegen kann ich das lernen, kann lernen, mich zu benehmen, gemäß meiner Identität und Überwinder zu sein.